Herzlich willkommen zurück zu unserem wöchentlichen Horoskop für die Erdezeichen. In dieser Episode werden wir einen Blick auf die kommende Woche vom 8. bis zum 14. April werfen und sehen, was die Sterne für Stier, Jungfrau und Steinbock bereithalten. Also, lasst uns eintauchen und herausfinden, welche Energien und Herausforderungen auf euch zukommen. Lieber Stier, diese Woche bringt dir Mars und Jupiter neue Energie. Es wird keine leichte Woche für dich sein, da dich Sonne, Merkur und Venus im Widder, deinem 12. Solarhaus, versammeln. Das zehrt an deinen Kräften und du könntest dich schnell überfordert fühlen. Plane deshalb nichts, was deine Kräfte übersteigt. Eine kleine Auszeit könnte dir gut tun. Mars im Sextil wirkt wie ein Jungbrunnen für dich und der wunderbare Jupiter gibt deiner Seele neue Kraft. Mein Tipp der Woche: Mars und Jupiter sind diese Woche deine Wohltäter. Du kannst ihre Wirkung noch verstärken, indem du dich innerlich öffnest, eine unsichtbare Tür für die Sterne aufmachst. Selbst wenn Hindernisse auftauchen, bist du wohlbehütet und sicher. Liebe Jungfrau, achte besser auf dich selbst. Du neigst dazu, dich in der Arbeit zu verlieren und perfekt sein zu wollen, was dich mächtig überfordern kann. Und das Ergebnis ist bekannt. Wer sich ständig überfordert, setzt seine Gesundheit aufs Spiel. Die Botschaft von Jupiter im Trigon und Saturn in der Opposition lautet daher: Entspanne, nimm dir eine Auszeit und bring Arbeit und Freizeit in Balance. Mein Tipp der Woche: Diese Woche solltest du deine Pflichten etwas zurückstellen und keine großen Projekte angehen. Zwischenmenschlich läuft's gut, also warum nicht die Kraft von Mars in deinem Partnerhaus nutzen und die Zeit für Zweisamkeit und Liebe investieren? Du wirst es genießen. Lieber Steinbock, Jupiter ist dein Retter in der Not. Der Neumond im Widder steht im Quadrat zu deinem Zeichen, lieber Steinbock. Das sieht auf den ersten Blick schlimmer aus, als es ist. Vor allem Jupiter lässt die meisten Störungen des Mondes ins Leere laufen. Bleib also gelassen. Dennoch solltest du riskante Unternehmungen meiden, denn Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Mein Tipp der Woche: Im Job zeigst du wieder einmal, was in dir steckt und scheust auch nicht vor anspruchsvollen Aufgaben zurück. Privat zeigst du dich von deiner herzlichen Seite. Merkur kann zwar Selbstzweifel streuen, aber du musst dich nicht in düsteren Gedanken vergraben. Genieße das Leben. Nun, das war unser Wochenhoroskop für die Erdezeichen für die kommende Woche. Denkt daran, die Energien dieser Zeit zu nutzen, euch selbst zu achten und das Beste aus den Chancen zu machen, die sich euch bieten. Vergesst nicht, euren Kommentar zu hinterlassen und euer Wochenhoroskop mit euren Freunden zu teilen. Bis zum nächsten Mal und bleibt im Einklang mit den Sternen.